Hallo, mein Name ist Daniel Gärtner. Ich bin Sportwissenschaftler und Sportlehrer und arbeite als Dozent an der Technischen Universität München. Und heute zeige ich euch in diesem Video die Verwendung verschiedener Dehnmethoden unter der zusätzlichen Kraftbelastungen. Und aus dem Grund heute das Thema Dehnen und Kräftigen. Und dazu verwenden wir das Quickband von Quon. Das kennt ihr vielleicht schon, Quickband oder auch ein Terraband. Ja, schaut so aus, dass man mit dem Quickband halt wirklich sehr, sehr flexibel ist und immer und überall irgendwo trainieren kann. So, da vielleicht einige nicht so unbedingt wissen, wie man mit dem Band umgeht, zeige ich euch ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Und zwar, ihr habt hier passend Schlaufen mit einem Klettverschluss, die man wunderbar an die Füße fixieren kann, ohne dass man irgendwie so einen komischen Knoten machen muss. Einfach nur befestigen, sodass man ohne Probleme starten kann und das Ganze flexibel immer und überall verwenden kann. So, also, jetzt können wir eigentlich schon loslegen. Bevor es aber jetzt losgeht, möchte ich euch noch ein bisschen was über das heutige Programm erzählen. Und zwar, es geht darum, dass man Dehnen und Kräftigen gleichzeitig machen kann. Jetzt stellt man sich die Frage, Dehnen und Kräftigen gleichzeitig, ist das überhaupt sinnvoll? Es scheint ja so, als wäre das vielleicht kontraproduktiv. Man kräftigt und dehnt, aber was wir machen wollen, ist, dass wir die wichtigsten Muskelgruppen, die für die Kicks wichtig sind, dass wir die kräftigen und gleichzeitig den Gegenspieler, die bei den Kicks ja wirklich dehnfähig sein müssen und locker lassen müssen, dass wir die dehnen. Und die wichtigsten Muskelgruppen sind zum einen der Quadrizeps, unser Beinstrecker, der bei allen Bewegungen wirklich beteiligt ist, wenn es darum geht, die Beine hier sauber zu strecken und einen guten Kick durchführen zu können. Gleichzeitig aber auch noch der Hüftbeuger, ja, der das Bein nach oben anhebt. Das macht der Hüftbeuger, das ist der Iliopsoas. Wen es interessiert, der besteht aus zwei Muskelgruppen, dem Iliacus und dem Psoas Major. Gleichzeitig hier seitlich auch noch der Gluteus Medius und Minimus, der auch ein bisschen mitspielt. Also das heißt quasi genau diese Bereiche sind immer uns überall mit dabei. Die müssen besonders kräftig sein und gleichzeitig der Gegenspieler, das ist hinten der Beinbeuger, der muss dehnfähig sein. Das heißt quasi, wir wollen die Oberseite, wollen wir kräftigen und den Gegenspieler hinten dehnen, damit wir auch das Bein auch wirklich schön gerade in Spannung halten können. Das ist besonders wichtig bei allen Frontkicks. Ja, jetzt kommen wir mal zu den anderen Kicks, und zwar der Side- und der Roundkick. Wenn wir in der Position stehen und das Bein seitlich strecken, dann ist es ganz wichtig, dass die Adduktoren, also die Oberschenkelinnenseite, dass die dehnfähig sind und gleichzeitig der Gegenspieler hinten, also der Gluteus, die Gesäßmuskulatur, richtig schön kräftig ist. So, jetzt wisst ihr vielleicht schon, dass es aktives und passives Dehnen gibt, und jetzt wisst ihr vielleicht auch, dass die aktiven Dehnmethoden für die Kampfsportler besonders wichtig sind, weil man aktiv mit dem Gegenspieler quasi arbeitet. Aber gleichzeitig ist auch die passive Beweglichkeit ganz wichtig, weil das die Grundvoraussetzung für die Dehnfähigkeit per se ist. Und darüber hinaus ergeben sich auch noch verschiedene andere Methoden, und zwar Methoden aus der PNF, aus der propriozeptiven neuromuskulären Fazilitation. Es bedeutet nur, dass man mit Muskelrezeptoren und Sehnenrezeptoren arbeitet und die durch eine Kontraktion ganz, ganz gezielt fördert oder hemmt. Wie ihr schon aus meinem anderen Video kennt, die CR-Methode, die AC-Methode und die Kombination beider CR-AC. Und er ist selbst Sportlehrer. Andi, servus. Grüß dich. Und wir zeigen euch einfach mal kurz das Prinzip, was sich dahinter verbirgt. Und anschließend machen wir mal wirklich ein schönes Dehnprogramm mit den verschiedensten Übungen, die ihr ohne Probleme zu Hause in eurem eigenen Training durchführen könnt, aber natürlich auch mal irgendwo in einem Sportverein im gesamten Gruppentraining verwenden könnt. So, Andi, jetzt gehen wir in Dehnung, gehen wir zu mir her. Genau. Und jetzt zieh das Bein bis kurz vom Boden nach unten und wieder zurück. Und wichtig dabei ist, dass ihr in der Position immer wieder bis in die Dehnung hineingeht. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auch ein bisschen straffer werden. Ja? Was passiert dadurch? Der Muskel, der oben gedehnt wird, wird gleichzeitig noch kontrahiert. Das heißt, die Sehne misst eine große Spannung und über diese große Spannung, ja, wird im zu dehnenden Muskel, im Beinbeuger, der sogenannte Muskelreflex gehemmt. Man spricht dabei von der sogenannten autogenen Hemmung.
Und das könnt ihr als Kräftigung wirklich sauber durchführen, so 10 bis 15 Mal. Gleichzeitig spannt ihr euer Gesäß an, euren Gluteus Maximus, der für alle Kicks besonders wichtig ist. So, jetzt haben wir das Ganze ungefähr 10 Mal durchgeführt. Und jetzt zieh mit den Händen deinen Bein einfach zum Körper ran. Und jetzt gehen wir in die passive Dehnung. Ja, hier kann ich zum Beispiel locker lassen. Und jetzt kannst, weil das dynamische Dehnen dem statischen eher überlegen ist, jetzt kannst du ein bisschen reinpumpen. Ja, ich kann hier ein bisschen mitziehen, muss aber nicht unbedingt sein, das kann der Partner ohne Probleme auch selbst durchführen. Okay, und das war's schon. So, also das war zum Beispiel das Prinzip der CR-Dehnung. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal, indem ich euch die AC-Dehnung zeige. Und jetzt schaut mal her, und jetzt wollen wir genau die Muskulatur kräftigen, die wir bei allen Kicks brauchen, nämlich die aktive Streckerkette, der Beinstrecker und der Hüftbeuger hier. So, und jetzt versuchen wir einfach bloß das Bein, soweit es geht, nach hinten zu führen und wieder kurz vom Boden abzusetzen. Und jetzt haben wir 10 Wiederholungen. Und 10, langsam, 9 und 8 und 7 und 6. Und 5 und 4 und 3 und 2 und der letzte 1. Halten, halten, halten. Was passiert? Der Gegenspieler, der spannt sich an und der zu dehnende Muskel, der muss noch lockerer lassen, weil er meint, dass er ansonsten nicht mehr in die Bewegung kommt. Das heißt reziproke Hemmung. Und jetzt greif mal auf die Beine wieder. Auf dein Bein und dehn dich etwas tiefer in die Dehnung hinein. Da kann man zum Beispiel die Spannung auch locker lassen. Und dadurch ja, schafft man immer noch 1-2 cm mehr. Und der ganz große Vorteil ist das, dass ihr die Muskulatur, die ihr für die Kicks oder für die Ausführung der Kicks braucht, dass ihr die ganz gezielt kräftigt und aufbaut und gleichzeitig den Gegenspieler dehnt. Und jetzt mache ich ganz langsam einen Frontkick, indem ich das Knie anziehe und das Bein nach vorne strecke und wieder zurückziehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nach der 10. Wiederholung wollen wir sofort die reziproke Hemmung ausnutzen. Das heißt, jetzt geht er sofort in die Dehnung für den Gegenspieler. Am besten wäre, einfach nur das Bein aufstellen, Oberkörper gerade lassen und jetzt gehe ich hier schön in die Dehnposition hinein. Und jetzt könnt ihr auch wieder so ein bisschen dynamisch dehnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt könnt ihr sogar noch weitergehen, indem ihr zum Beispiel hier noch ein bisschen tiefer in den Spagat wandert, bis ihr irgendwann komplett unten seid. Okay, bleib hier 10 bis 20 Sekunden und dann löse ich wieder. Okay, das war die Bewegung ja, in einem Frontkick. Versucht jede Bewegung oder jede Übung pro Seite mindestens 2 bis 3 Mal zu machen. Ja, das hat einfach den Grund, einmal kurz irgendwo angerissen, bringt nicht so viel, sondern der Muskel, der reagiert aufs Dehnen in ähnlicher Art und Weise wie aufs Krafttraining. Ja, das heißt, nur einmal dehnen bringt nichts, mehrmals mehr Sätze bringt wieder mehr. Okay, ich mache noch eine Übung vor und dann bist du dran, dann habe ich noch eine Pause. Aber jetzt geht's an die Sidekicks und an die Roundkicks. Und jetzt machen wir hier auch wieder die verschiedenen Sätze. Wir machen 10 Wiederholungen und dann anschließend die AC-Dehnung, indem wir sofort zum Beispiel in den Seitspagat gehen. Okay, und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Locker lassen. Und jetzt gehe ich einfach mal in die Grätsche, wandert so tief in den Spagat wie möglich und bewegt euch dabei ein bisschen nach vorne und nach hinten. Und gleichzeitig machen wir jetzt nochmal die CR-Dehnung. Also das heißt, wir kontrahieren den zu dehnenden Muskel, indem ich beide Beine fest in den Boden hineindrücke. 5, 4, 3, 2, locker lassen und nochmal nachdehnen. Da könnt ihr auch im Oberkörper ein bisschen tiefer nach vorne wandern und auch hier wieder so 10 bis 20 Sekunden halten. Und jetzt stelle ich mich so hin, also vorher beim Sidekick bin ich ja mit dem Standbein hinten gestanden und jetzt
stelle ich mich mit dem Standbein nach vorne in die Stellung. Okay? Auch hier wieder schauen, dass ihr stabil steht, vielleicht ruhig ein bisschen festhalten. Und jetzt zieht ihr nur das Knie nach vorne oben. Und jetzt geht es darum, dass ihr den Zug von hinten nach vorne straff bringt, indem ihr das Bein zum Roundkick streckt und beugt. Was passiert dabei? Ihr bewegt den Quadrizeps, weniger die Gesäßmuskulatur, vielmehr den Beinstrecker. Das heißt quasi, ich könnte auch hier wieder anschließend wunderbar in die Grätsche gehen oder in den Damenspagat. Blockiert oder ich gehe jetzt sogar noch weiter, drehe mich wieder in den Damenspagat und dehne nochmal meine Beinbeugemuskulatur. 8, 7, 6. Jetzt dehnt ihr die Beinbeugemuskulatur. Richtig schön intensiv dehnen. Und das kommt aus dem Turnen. Ja, die Turner, die machen uns da was vor. Die CR-Methode und dann anschließend die AC-Methode. Das heißt, erst wollen wir den zu dehnenden Muskel anspannen und dann tiefer in die Dehnung wandern und dann aber den Gegenspieler auch noch kräftigen und wieder dehnen. Und jetzt wandere ich einfach nur in die Grätsche, so weit wie es die Beweglichkeit zulässt. Das heißt, hier spüre ich eine leichte Dehnung. Jetzt greife ich mir meine Quickbänder, sodass ich so eine leichte Dehnung habe, also so einen leichten Zug. Und jetzt geht es darum, die Beine gegen den Widerstand zu schließen. Ich schließe die Beine und öffne sie wieder. Und 10, 9, 8, 7, 6. Jetzt greife ich auf die Innenseite, am besten auf die Waden oder auf die Kniekehle. Und jetzt drücke ich die Beine auseinander. Richtig schön mit leichter, dynamischer Bewegung. 10 Sekunden ungefähr halten. Überkreuzen. Jetzt haben wir quasi den Zug von außen und jetzt kräftigt ihr eure Gesäßmuskulatur und gleichzeitig kommt ihr noch tiefer in die Bewegung rein. 10, 9, 8, 1, vorsichtig locker lassen und jetzt dehnen wir hier wieder richtig schön nach und schon geht es ein paar Zentimeter weiter. Okay. So, ja. Also, für diese Übung braucht ihr, wie gesagt, 2 von den Quickbändern. Aber es bringt halt wirklich schon wahnsinnig viel, weil ihr ja intensive Kräftigung habt und eine intensive Dehnung habt.